Ich glaube, ich möchte da landen, dass wenn meine Tochter, die jetzt gerade 10 Monate alt ist, mit 18 Jahren mich fragt, warum es eigentlich einen Weltfrauentag gibt. Ich möchte nochmal für den Bundestag kandidieren und habe noch viele Pläne, was wir verwirklichen wollen. Und deswegen will ich nochmal in den Bundestag. Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich habe gerade meinen Traumberuf und habe einfach das Gefühl, dass ich hier als Abgeordnete des Deutschen Bundestags wirklich wirken kann, gerade wenn es darum geht, die Gleichstellung von Männern und Frauen voranzubringen. Ich will dahin, dass ich mir am Ende meiner politischen Laufbahn sagen kann, ich habe Haltung bewahrt, ich bin mir treu geblieben und habe mich nicht verbiegen lassen. Mich nicht Frauen gezogen hätten und Frauen geschoben hätten. Es in der SPD nicht so viele Leute gegeben hätte, die für Frauen den Weg in die Politik geebnet haben. Die SPD die Quote nicht eingeführt hätte. Wenn meine Mama mir früher nicht alles zugetraut hätte, ich glaube, wenn ich ihr gesagt hätte, Mama, ich möchte Päpstin werden, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, oh, na dann, mach, viel Spaß. Oft Frau zu sein, weil Männer immer schneller waren und immer schon die Plätze besetzten. Meine größte Hürde war, glaube ich, meine Kompromissbereitschaft, also in politischen Zusammenhängen. Das ist, da habe ich mich manchmal unterkriegen lassen am Anfang, ja, würde ich so sagen. Es ist immer eine große Hürde, dass Frauen dann in der Politik, auch im Berufsleben, wo ich herkomme, Polizei, so leicht nachrangig behandelt wurden und man muss sich immer sozusagen ganz weit vorne melden, damit das nicht übersehen wird. Die größte Hürde war für mich überhaupt die Entscheidung zu treffen, ob ich mich auf diesen Weg mache, durch die Strukturen in der Partei zu kandidieren, dann auch wirklich zu wissen, ich will das. Dafür braucht es immer ein bisschen Zeit, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es hat mich nicht gebremst, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir Frauen können ganz viel und das hat mich in den Bundestag katapultiert. Mein Ziel war nicht, in den Bundestag zu kommen. Das heißt, ich habe einfach nur immer Ja gesagt, wenn ich gefragt wurde. Das Frausein hat mich nicht ausgebremst. Ich bin mit 3 älteren Brüdern aufgewachsen und konnte mich immer schon gut durchsetzen. Ja, das Frausein, ich weiß nicht, weder gebremst noch eine besondere Push-Rolle gespielt. Ich habe mit coolen Leuten coole Sachen gemacht, ob im Jugendverband bei den Falken, bei den Jusos. Und überhaupt im politischen Sachsen, wir haben viel Antirassismusarbeit gemacht. Und irgendwie war das so der entscheidende Kontext und weniger das Thema Frau oder Nicht-Frau. Naja, ich bin ja eine typische Quotenfrau und vielleicht ein Beispiel dafür, dass Frauen, die Quotenfrauen sind, nicht unbedingt weniger leisten als Männer. Quote wirkt und wir brauchen auch ein Paritätsgesetz für den Deutschen Bundestag. Ja, ich bin richtig entsetzt und das hängt natürlich damit zusammen, dass die AfD und die FDP-Fraktion hier keinen guten Job machen. Die machen in Richtung Frauenförderung nicht genug. Das macht mich wütend, weil wir schon weiter waren und weil es daran liegt, dass sowohl die Konservativen als auch die Liberalen und die Rechten keine Quoten eingeführt haben. Da ist noch viel Luft nach oben. Und wir als SPD, da fehlen uns auch noch ein paar Prozentpunkte bis zu den 50. Die wollen wir erreichen und wir haben jetzt eine Bundestagswahl, wo wir auch das zeigen können. Ich finde klasse, dass die SPD eine Quote hat und damit seit Jahrzehnten vormacht, wie Geschlechtergerechtigkeit funktioniert. Ich bin zufriedener als früher, aber da ist noch Luft nach oben. Und besonders die Altersklasse, also Jüngere kommen schon, aber die Altersklasse zwischen Ende 30, Ende 40 fehlt. Und da müssen wir eigentlich noch ein bisschen nachsteuern. Ich glaube, der Fraktion würde eine Art Gender-Check gut tun. Dass man bei allem, was man tut, einfach nochmal am Ende die Frage stellt, bevor man es entscheidet, haben wir die Interessen von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt. Wenn man genau hinguckt, geht da an manchen Stellen echt noch was, da wo sozusagen Einzelwahlen stattfinden, aber insgesamt bin ich schon zufrieden. Es gibt nie genug Frauen. Gerne mehr davon.